Vielen Dank, liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist soweit, der Neustart 19 ist nicht aufzuhalten, wir machen weiter. In den letzten Wochen habe ich zahlreiche Gespräche geführt mit Bürgerinnen und Bürgern. Mein Neustart-Team hat hunderte E-Mails bekommen aus der SPD, von interessierten Leuten außerhalb der SPD. Mich haben viele Menschen in Berlin auf der Straße persönlich angesprochen und gesagt, ey Böhmi, du Drecksfotze, dieser beschissene Witz, dass du SPD-Vorsitzender werden möchtest, ist überhaupt nicht mehr lustig oder kommt da irgendwann noch die Pointe? Ich dann so, die Leute dann so, fick dich auf jeden Fall, aber lass mal Selfie machen. Das war der Moment, wo ich oft gedacht habe, verdammt nochmal, ich glaube, ich muss was genauer erklären. Und dieser Moment ist heute gekommen. Meine Damen und Herren, liebe Genossinnen, die Grenzen zwischen Politik und Clowns, zwischen Politikern und Clowns sind fließend. Boris Johnson, Donald Trump, Beppe Grillo, Volodymyr Zelensky in der Ukraine oder hier bei uns in Deutschland Friedrich Merz, Christian Lindner oder Olaf Scholz. Was ist da noch Clownerei? Was ist Politik? Wo ist die Grenze? Und worum geht es eigentlich? Ja, liebe Genossinnen, ich möchte Vorsitzender der SPD in Deutschland werden. Ganz im Ernst. Und natürlich war dem Neustart 19-Team und mir von Anfang an klar. Uns war klar, dass das auf dem offiziellen Weg mit einer Bewerbung bei der SPD, mit einem grünen Licht von SPD-Unterbezirken und dann 370 Regionalkonferenzen, dass das auf diesem herkömmlichen Weg ein bisschen schwierig wird. Weil ich ein Außenseiter bin und weil sich die SPD mit allen Mitteln dagegen wehren wird, dass ein Außenseiter an die Spitze kommt. Das ist verständlich, in meinem Fall sogar sehr verständlich, denn ich bin unseriös. Ich habe keine politischen Erfahrungen und ich verwende viel zu oft das Wort ich, als es sich für einen Politiker gehört, den ich selber wählen würde, meine Damen und Herren, liebe Genossinnen. Nicht mal ich, da bin ich ehrlich, halte es für eine gute Idee, dass ich SPD-Vorsitzender werde. Aber darum geht es hier nicht, liebe Genossinnen. Auch ich muss beim Gedanken daran, SPD-Vorsitzender zu werden, jeden Tag aufs Neue gegen meinen inneren Schweinehund kämpfen. Liebe Genossinnen, auch ich habe keinen Bock darauf, dass ich SPD-Vorsitzender werde. Genau wie ihr. Ich bin einer von euch. Aber, und ich sehe das an den enthusiastischen Gesichtern hier in der ersten Reihe. Aber die Lage in der SPD ist viel zu ernst, um Rücksicht auf meine Gefühle zu nehmen. Unsere Partei ist am Ende, liebe Genossinnen. Und ich möchte keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, ich möchte Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands werden. Wirtschaft, liebe Genossinnen, das ist meine felsenfeste Überzeugung, ist auserzählt. Lassen Sie sich diesen Satz in Ihrem Gehirn zergehen. Wirtschaft ist auserzählt. Die schwarze Null ist ein Konzept von gestern. Ich frage euch, wo sind die Menschen, die daran glauben, dass es friedliche, echte Möglichkeiten gibt, in dieser lebenden Gegenwart was zu ändern? Wo sind die Leute, die Bock darauf haben, mal was zu machen? Die glauben, dass wir das gemeinsam hinbekommen. Wo sind sie denn? Ja, wo sind sie denn? Liebe Genossinnen, wir sind diejenigen, wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind doch letztlich diejenigen, die gelernt haben, sich aus der Scheiße selber rauszuarbeiten. Das ist doch letztlich SPD. Das haben unsere Eltern gemacht, das haben unsere Großeltern gemacht. Wir sind die Kinder aus den Blocks. Wenn wir nicht wissen, wie man aus der Scheiße alleine rauskommt, wer denn dann? Und zwar gemeinsam, Hand in Hand. Wenn jemand weiß, wie das geht, dann wir. Wir kommen aus den Kleinstädten. Wir kommen aus den Vorstädten. Wir sind die kleinen Niemande, die keiner mit dem Arsch anguckt. Wir sind nicht die Christian Lindners. Wir sind die, die nichts können. Na und, aber zusammen kriegen wir das hin. Wir sind die, die aus Gegenden kommen, wo man an Bushaltestellen noch abgezogen wird, wenn man falsch guckt. Wo man auch aufs Maul bekommt, wenn man nicht dazugehört. Wir müssen uns fragen, wir müssen uns heute mehr denn je fragen, wo sind denn die Kinder aus den Blocks? Wer sind denn die Kinder aus den Blocks heute? Wer wohnt denn da, wo wir herkommen? Wer ist unsere Basis? Wer ist die Basis der SPD? Wer sind die Menschen, die sind wie wir? Wer sind die Menschen, die wir verstehen, die uns verstehen? Und wie holen wir diese Menschen ab? Und darauf, auf diese Frage, kannst du nur eine Antwort geben. Nicht mit Zurückhaltung, nicht mit Konsens. Die Menschen, die auf Sozialdemokratie abfahren, unsere Wählerinnen und Wähler, die Menschen, die wir erreichen, wollen abgeholt werden mit einer geilen weißen Mercedes-Limousine natürlich, ihr neidischen Schwänze. Die SPD ist die einzige Partei, die weiß, dass Statussymbole alles und gleichzeitig nichts sind. SPD bedeutet, dass deine Eltern nicht in Deutschland geboren wurden. SPD heißt, dass deine Eltern nicht studiert haben. SPD bedeutet, du bist das erste Kind in deiner Familie, das die mittlere Reife und das Abitur geschafft hat. Und SPD bedeutet auch, dass wir unseren Kindern die Chance geben müssen, es etwas leichter, etwas besser zu haben als wir auf einem gesunden Planeten, liebe Genossen, wenn es nach mir geht. Wir müssen anpacken, das kann also nicht weitergehen.
Sozialdemokratie, das heißt in meinen Augen, die Kids aus dem Block sitzen wieder an den Reglern. Aber wo sind die Kinder aus den Blocks in der SPD? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo? Ich meine, haben wir wirklich geglaubt, dass wir dem durch die technologische und digitale Revolution ausgelösten gesellschaftlichen Wandel Herr werden können, indem wir uns fucking Brioni-Anzüge anziehen, Zigarren rauchen und die Schwächsten und Ärmsten unserer Gesellschaft in Ich-AGs oder menschenunwürdige Arbeitsamtsmaßnahmen zwingen? Die ökologischen und sozialen Herausforderungen unserer Gegenwart, ganz gleich ob Klimawandel oder wachsende Ungleichheit, werden eben nicht von irgendwem für uns gelöst. Keine Greta macht das für uns, nicht Christian Lindner oder der Markt und keine App. Das Einzige, was etwas bringt, ist das zielgerichtete gemeinsame Handeln vieler Menschen, liebe Genossen. Und das ist eine gottverdammte Spezialität der deutschen Sozialdemokratie seit über 300 Jahren in diesem Land. Und darauf können wir verdammt stolz sein. Und das geht raus an all die Hater da draußen, an die ganzen anonymen Trolle, an die ganzen Leute bei Twitter, die da abhängen und ihre Witze machen über Boris Johnson und Donald Trump und ihre pathologische Verachtung für unsere demokratischen Institutionen. Reicht das wirklich, Witze zu machen? Ist das wirklich genug, um die voranschreitende Erosion unserer Gesellschaft aufzuhalten oder gar umzukehren? Wir müssen doch eigentlich einen Schritt mehr machen. Wir müssen einen Schritt nach vorne machen. Wir müssen die SPD bewegen, zur Not auch gegen den Willen dessen, was sich momentan der SPD nennt, liebe Genossinnen. Und dazu ist es wichtig, dass wir nicht die Konfrontation suchen, sondern dass wir auf die SPD zugehen und ihr helfen, dass wir die SPD bei der Hand nehmen. Es kann doch auf Dauer kein Zustand sein, liebe Genossinnen, dass irgend so ein dahergelaufener Fernsehclown von außerhalb der SPD die Partei am Nasenring durch die Manege zieht und sie daran erinnern muss, was die SPD eigentlich ist. Das darf sie die Partei nicht bieten lassen. Denn, und ich sag's nochmal, Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten arbeiten sich zwar leidenschaftlich und hocheffizient aus der Scheiße raus, aber möglicherweise hat sich die SPD in die Scheiße, aus der wir jetzt gemeinsam wieder raus müssen, in den letzten Jahren einfach selbst reingearbeitet. Vielleicht mal darüber nachdenken. Vielleicht haben wir vor lauter Scheiße vergessen, in welche Richtung wir arbeiten müssen. Und die Richtung muss ganz klar sein, liebe Genossinnen. Die Richtung kann nur heißen, raus aus der Scheiße! Da kommen wir her, da müssen wir wieder hin. Das können wir doch eigentlich. Aber wer glaubt, liebe Genossinnen und Genossen, und das ist jetzt ausdrücklich nicht an meine ganz lieben Mitbewerberinnen und Mitbewerber um das Amt als SPD-Parteivorsitzender gerichtet, wer glaubt, dass wir uns dabei nicht die Hände schmutzig machen, programmatisch, dass wir nicht Neues wagen müssen, dass das nicht hart wird, aus der Scheiße rauszukommen, dass das ohne Entbehrungen geht, dem wird das nicht gelingen. Wir können nicht gleichzeitig unter Tage im Bergwerk mal lochen, um aus der Scheiße rauszukommen und oben tagsüber am Mittagstisch mit Herrn Direktor sitzen und uns das brasilianische Rinderfilet reinballern, liebe Genossinnen. Und das brasilianische Rinderfilet geht übrigens aus ökologischen und aus politischen Gründen derzeit nicht. Die SPD riecht nach passiv-aggressiver Biederkeit. Nach so tun, als ob. Und liebe Genossinnen und Genossen, ich würde mir wünschen, dass es wieder nach Schwefel riecht auf SPD-Parteitag. Es muss wieder riechen. Es muss wieder wehtun. Dieser ganze Wettbewerb, dieses Suchen eines Parteivorsitzenden mit so einer Art Castingshow. Die Partei hat sich irgendwie, diese einst so stolze Partei SPD hat sich verbarrikadiert in einem vollgepupsten Raum. Alle Türen und Fenster sind verrammelt und jetzt versuchen alle, bemüht locker, aber doch sehr verkrampft, die zugepupste Luft wieder sauber zu atmen, ohne ein Fenster aufzumachen. Das funktioniert nicht, rein physikalisch. Macht doch mal das fucking Fenster auf oder wir schmeißen euch die Scheiben ein, liebe Genossinnen und Genossen. Das kann doch so nicht weitergehen. Es ist an den Kids aus den Blocks von gestern dafür zu sorgen, dass die Kids in den Blocks von heute nicht nur die gleichen, sondern die besseren Chancen haben als wir damals selber. Das ist doch Sozialdemokratie. Das ist doch der Kern von allem. Und wo sind die Kinder aus den Blocks? Ich weiß, dass sie irgendwo da draußen sind. Irgendwo da draußen, vielleicht sogar hier sind die Kinder aus den Blocks. Vielleicht sogar in der SPD. Aber ganz sicher außerhalb der SPD. Und egal, ob sie heute in Anzügen rumlaufen oder in Uniform oder in Trainingsanzügen. Wir haben uns früher gegenseitig zum Spielen rausgeklingelt. Und ich habe das Gefühl, es ist wieder an der Zeit, nur diesmal wird nicht gespielt. Jetzt machen wir ernst, verdammt nochmal! Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Kids da draußen in den Blocks, es ist an der Zeit, eure Eigentumswohnungen zu verkaufen. Verkauft eure verkackten Eigentumswohnungen in Dubai. Beendet eure verschissenen Erasmus-Jahre in Südamerika. Da wird sowieso nur gebumst und nicht gelernt. Kommt raus aus den NGOs und liebe Genossinnen, verdammt nochmal rein in die GOs.
So uncool das auch ist, ich hab da auch keinen Bock drauf. Macht eure verschissenen Agenturen zu, so geil laufen die eh nicht, mal ehrlich. Nutzt eure Computerskills für den Aufbau digitaler Strukturen und Verwaltung. Neuartiger Systeme für demokratische Beteiligung. Kündigt eure unmenschlichen Scheißjobs bei PricewaterhouseCooper oder McKinsey oder was weiß ich. Zockt nicht länger eure Großeltern und Eltern ab, indem ihr auf Steuerzahlerkosten teure Beraterverträge mit öffentlichen Behörden abschließt oder im öffentlichen Dienst. Geht einfach als Beamte in den öffentlichen Dienst und macht's einfach selber besser und verdammt nochmal billiger, was scheiße läuft. Und wenn ihr zu wenig Geld bekommt als Beamter oder als Tarifangestellter, dann organisiert euch verdammt nochmal in Gewerkschaften. Es geht halt nicht anders. Und wenn euch die Straftaten auf der Straße oder die Hasskriminalität im Internet abfacken, dann werdet ihr einfach Staatsanwälte. Dann geht verdammt nochmal mit eurem Jurastudium in die Staatsanwaltschaft und nützt eure Fähigkeiten da, wo sie am meisten gebraucht werden in der Zukunft. Wenn eure Geschwister von Arschlöchern zusammengetreten werden, weil sie anders aussehen, wenn eure Freunde Ärger haben im Viertel, dann werdet verdammt nochmal Polizistinnen und Polizisten und kümmert euch drum. Um die Dinge, die nicht funktionieren. Und wenn ihr das alleine nicht hinbekommt, dann holt euch Hilfe und findet Leute, denen es genauso geht wie euch und macht verdammt nochmal weiter. Das ist der Spirit und so geht das. Bevor wir, liebe Genossinnen und Genossen, jetzt wieder Kompromisse schließen, bevor wir uns in irgendeiner Zukunft wieder in Regierungsverantwortung begeben, brauchen wir in der SPD endlich Positionen, an die nicht die Leute da draußen glauben sollen, sondern an die wir zuallererst mal selber glauben. Dann können wir das den Leuten da draußen auch verkaufen. Und diese Positionen müssen die Leute auch mitbekommen. Und dafür brauchen wir Personal, Personal, Personal. Wo sind die Kinder aus den Blocks? Wo sind die Kinder aus den Blocks? Liebe Genossinnen und Genossen, nicht die Wählerinnen und Wähler, sondern unsere politischen Gegner sollen wieder Angst davor haben, dass die SPD an die Macht kommt. Moment mal, wir sind doch an der Macht. Ach so. Naja, das kriegen wir auch noch hin. Und wer unsere politischen Gegner sind, das müssen wir nicht selber artikulieren. Das sollen die bitteschön selber rausfinden, indem sie sich mit unseren Positionen auseinandersetzen, lieben Genossinnen und Genossen. Und die Positionen, die sind doch da. Wir müssen sie nur aussprechen, liebe Genossen. Zum Beispiel, ich bin der Meinung, es darf in Deutschland in Zukunft keine Milliardäre mehr geben. Wir brauchen in Deutschland eine 100%ige Erbschaftssteuer. Unsere Schulen, unsere Behörden, unsere Universitäten, unsere Straßen, Brücken, unsere Fahrradwege sehen scheiße aus. Darum müssen wir uns kümmern mit öffentlichem Geld. Sofortige Bereitstellung von öffentlichem Geld. Wir brauchen öffentliches Geld und die schwarze Null ist ein Konzept von gestern, liebe Genossinnen und Genossen. Wir können dafür sorgen, dass der Staat staatliche Seenotrettung im Mittelmeer bereitstellt, bis alles Weitere geklärt ist. Und unsere Zukunft, liebe Genossinnen, liegt nicht in Patriotismus oder dem, was sich dafür hält. Unsere Zukunft liegt in offenen Grenzen, in einem vereinten Europa, in einem Zusammenhalten der Völker, liebe Genossinnen und Genossen. Wir als Sozialdemokraten stehen dafür wie keine andere Partei seit über 500 Jahren. Seit über 500 Jahren oder noch mehr. Die Pflege, das Gesundheitssystem, Krankenhäuser und Krankenkassen dürfen nicht länger gewinnorientiert arbeiten. Und sorry mal eben ganz kurz, Basis von früher. Sozialdemokratie bedeutet Wandel. Fossile Rohstoffe und Kohle sind Energien von gestern. Die sind scheiße, die sind tot. Lass doch einfach was Neues ausprobieren, verdammt nochmal. Liebe Genossinnen und Genossen, das tut zwar weh, aber das ist nötig. Machen wir es mal ehrlich. Die SPD muss endlich aufhören zu managen. Die SPD muss verdammt nochmal wieder Entscheidungen treffen. Und ich sage euch das ganz ehrlich. Ich habe keine Lust, auf eine Party zu gehen, die sich nicht wenigstens ein kleines bisschen nach echter Revolution anfühlt, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist der Spirit. Ich könnte ehrlich stundenlang so weitermachen. Aber eins nach dem anderen. Erst muss ich Parteimitglied werden, das steht noch aus. Ich bin jetzt schon heiser, aber noch nicht mal Parteimitglied. Und dann will ich Anfang Dezember auf dem Parteitag der SPD zum SPD-Vorsitzenden gewählt werden. Und das ist noch möglich, liebe Genossinnen und Genossen. Denn das haben die Juristen im Neustadt 19-Team herausgefunden. Wer SPD-Parteivorsitzender wird, entscheiden gemäß Organisationsstatut der SPD nicht
die Mitglieder in einer Mitgliederbefragung, auch nicht Olaf Scholz. Das entscheiden die SPD-Delegierten auf dem Parteitag Anfang Dezember. Erst dann, das ist der Moment, wo rechtsverbindlich entschieden wird, wer eigentlich Vorsitzender wird. Die ganzen Regionalkonferenzen, die kompletten Mitgliederbefragungen, das ganze Auswahlverfahren, was zurzeit läuft, ist, meine Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, nichts anderes als unverbindlich. Da passiert nichts, das ist alles unverbindlich. Und man muss an diesem Auswahlverfahren auch nicht teilnehmen, um SPD-Vorsitzender zu werden. Das Einzige, was man machen muss, und es ist wirklich wahr, um SPD-Vorsitzender zu werden, man braucht einen einzigen SPD-Ortsverein. Einen SPD-Ortsverein. Das sind meistens so ein Haufen von 7 Besoffenen, die sich irgendwo in der Provinz trifft. Einen einzigen Ortsverein, der einen vorschlägt, und 3 weitere Ortsvereine, die die Kandidatur unterstützen. Man muss bei diesem ganzen Zauber nicht mitmachen. Es entscheidet der SPD-Parteitag. Das reicht völlig aus, um Kandidat für den Vorsitz der SPD beim Parteitag zu werden, um aufgestellt zu werden. Und liebe Genossinnen und Genossen, ich habe weiterhin vor, SPD-Vorsitzender in diesem Jahr zu werden und den Neustart 19 für meine Partei, noch nicht meine Partei, aber bald meine Partei, einzuleiten. Denn, liebe Genossinnen und Genossen, ich bin der Meinung, was Olaf Scholz kann, kann ich auch. Wenn Olaf Scholz SPD-Chef werden möchte, dann möchte ich auch SPD-Chef werden. Und wenn ich SPD-Chef werden will, dann solltet auch ihr da draußen SPD-Chef werden. Wollen zumindest. So, jetzt werde ich hoffentlich am 1. Oktober Parteimitglied und dann auch irgendwann Parteivorsitzender, wenn alles gut läuft. Und dann brauchen mein Neustart 19-Team und ich jetzt eigentlich nur, also damit das wirklich klappt, bitte, und das ist eigentlich der einzige Grund, warum wir das Video gemacht haben, wir brauchen bitte noch 4 Ortsvereine der SPD, die uns ein kleines bisschen helfen, das hinzubekommen. Ich möchte auf den Parteitag als Kandidat aufgestellt werden, und zwar ganz im Ernst. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das klappt. Und dann krempeln wir den Laden mal von rechts auf links, liebe Genossinnen und Genossen. Jetzt probieren wir mal ein kleines bisschen was aus hier in dem Bumsladen. Liebe Genossinnen und Genossen, die SPD hat jetzt lange genug in der verpupsten Bude alleine vor ihren Excel-Tabellen gesessen und an schwarzen Nullen rumgerechnet. Jetzt klingeln die ungewaschenen Kinder aus den Blocks an der Tür und fragen, ob die SPD rauskommt zum Spielen, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich weiß, da draußen sitzen einige, die sagen, ja, ja, SPD-Vorsitzender. Das meint er doch nicht ernst. Das meint ihr doch nicht ernst. Das ist doch Fiktion. Warum eigentlich? Warum glauben Sie das eigentlich? Und wenn Sie glauben, das ist keine Fiktion, dass ich SPD-Vorsitzender werden möchte, warum eigentlich glauben Sie nicht, dass das keine Fiktion ist? Liebe Genossinnen und Genossen, es geht jetzt vorwärts. Packen wir es an!